Vielleicht kennst du das alte Kinderlied, in dem es heißt: Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ganze Generationen von Kindern in der Kinderstunde haben das gesungen. Und weißt du was? Es ist die Wahrheit. Wir müssen darauf achten, was schauen wir an? Was betrachten wir? Gerade in unserer Mediengesellschaft mit dem unglaublichen Informations-Overkill ist es wichtig, dass wir sehr genau darauf achten, was betrachten wir? Was schauen wir an? Wem gestatten wir, dass es durch unsere Augen in unserem Inneren etwas bewirkt? Die Bibel sagt, das Auge wird niemals satt. Das Auge wird niemals satt. Menschen, die an Pornografie gebunden sind, die können sich das betrachten und betrachten und betrachten. Es wird niemals satt, es wird niemals reichen. Menschen, die Horrorfilme sich anschauen, sie werden immer und immer wieder mehr brauchen. Das Auge wird niemals satt. Es wird keine Befriedigung geben. Je mehr du etwas betrachtest, desto mehr wird es im Gegenteil in dir Gestalt gewinnen. Und deshalb fordert uns die Bibel auf, Jesus zu betrachten, auf ihn zu schauen, unseren Blick auf ihn zu richten. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns auf ihn schauen, lasst uns ihn betrachten. Das ist die Aufforderung der Bibel. Und eben nicht den täglichen Horror in den Nachrichten. Ja? Die zersetzenden, zerstörenden Dinge, die wir im Fernsehen tagtäglich geboten bekommen. Eben nicht irgendwelche schlüpfrigen, zwielichtigen Sendungen, mit denen wir uns füllen. Eben nicht die negativen Dinge der Medien, die die Welt um uns herum uns einfach bietet, sondern konzentriert auf Christus schauen, damit er in uns Gestalt gewinnt. Jesus sagt uns, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Das ist doch sehr interessant. Wenn dein Auge lauter ist, das heißt, wenn du auf gute Sachen schaust, wenn dein Auge eben nicht mit negativen Dingen infiltriert ist, dann wird das dazu führen, dass dein ganzer Leib Licht ist. Der Leib. Ich glaube, dass, wie die Dinge, die wir betrachten, uns psychisch negativ beeinflussen können, das sogar auch für den Leib gilt. Auch das, was wir betrachten, bewirkt physisch in uns etwas Bestimmtes. Ich glaube, wenn wir auf Jesus schauen, wird das unserem Körper, unserer Seele, unserem Geist nur gut tun. In der Bibelstelle heißt es weiter, wenn es aber böse ist, nämlich das Auge, so ist auch dein Leib finster. Wie viele Menschen haben damit zu kämpfen, dass es in ihrem Leib finster ist? Warum? Weil sie durch ihre Augen Finsternis in sich hineingelassen haben. Das kann schnell geändert werden, indem man auf die richtigen Dinge schaut und wieder Licht hineinlässt, dann verschwindet die Finsternis relativ schnell. Weiter heißt es, sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Wenn du auf Jesus schaust und sein Licht dich erfüllt, dann ist es wie wenn du angestrahlt wirst, wie wenn dein Inneres von einem Strahl erleuchtet wird. Deshalb, hab acht, kleines Auge, was du siehst. Überleg einmal, mit was du dich füllst und was du gestattest, dass es in dein Inneres eindringen kann. Sei dir bewusst, das entscheidet über die Qualität deines Lebens, und zwar im geistlichen, seelischen und im körperlichen Bereich. Hab acht auf das, was du ansiehst. Schau auf Jesus und ich bin sicher, du wirst auf ein völlig neues Level deines Lebens kommen. Ich bin sicher, Gott hat mehr für dich.